Wenn wir uns ansehen, dass wir die Familiensteuerentlastung, die größte der Zweiten Republik, schaffen. Wenn wir die Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen sicherstellen. Deutsch vor Schule, ein Kopftuchverbot im Kindergarten der Volksschule. Die Grenzen schützen und für mehr Sicherheit sorgen und auch illegale Aufhältige und Straftäter in Zukunft konsequent außer Landes schicken wollen. Wenn wir uns ansehen, die Strafverschärfung im Bereich der Gewalttäter und Sexualstraftäter, die kommen wird. Oder die Mindestsicherung nahe oder Familienbeihilfe ins Ausland, wo wir in Zukunft anders vorgehen werden. Den Tourismus, den wir entlasten bei den Nächtigungen von 13% auf 10% und die Lohnnebenkosten, die wir senken werden. Wenn ich all das hernehme und vieles mehr, das sind alles freiheitliche Forderungen seit 13 Jahren, die wir jetzt in Umsetzung bringen, die 13 Jahre lang abgelehnt worden sind.